Also ich finde, das ist eine super Frage, die mir da gestellt wurde. Wieso werden Flüchtlinge aus der Ukraine bevorzugt behandelt? Erstmal kann man schnell antworten, nämlich Flüchtlinge werden und wurden schon immer ungleich behandelt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Unterscheidung zwischen sicheren Herkunftsländern und unsicheren Herkunftsländern. Das ist eine Kategorie, die ausschließlich den Zweck hatte, für eine bestimmte Gruppe das Verfahren zu vereinfachen und für eine andere Gruppe das Verfahren deutlich zu erschweren und das bei gleicher Sachlage. Daran sieht man, dass allein dadurch schon diese Ungleichbehandlung sich sogar in Gesetzestexten und Verordnungen ausdrückt. Wurde also schon immer gemacht und bezogen auf ukrainische Geflüchtete sieht man das sehr deutlich. Sowohl die Aufgeschlossenheit der Bevölkerung als auch wie die Regierung und die Verwaltung entgegengekommen sind bei der Aufnahme und Verteilung und Integration, die Möglichkeiten in den Arbeitsmarkt zu gehen und. Und für so eine Ungleichbehandlung gibt es vernünftige und weniger vernünftige Gründe. Ich sage mal vorab, alle spielen eine Rolle. Ich fange mal an mit vernünftigen Gründen. Man kann eine besondere Verantwortung empfinden. Und das ist hier, glaube ich, auch sehr plausibel nachzuzeichnen. Es ist ein Angriffskrieg, bei dem man genau sieht, wer greift an und wer verteidigt sich. Da gibt es eigentlich vernünftigerweise keine zwei Meinungen. Und dementsprechend kann man sich positionieren. Das ist bei Bürgerkriegen, das ist die häufigste Kriegsform, nicht so einfach, von außen eine klare Position einzunehmen. Dazu kommt, dass wir bezogen auf Russland uns schon auch ein bisschen involviert sehen. Man denke nur daran, wie wir uns verhalten haben als deutsche Gesellschaft und Regierung, die deutschen Regierungen bezogen auf die Zeit nach der Annexion der Krim. Da fühlt man eine gewisse weitere Verantwortung. Und zudem sehen wir, dass alle liberalen Demokratien sich hier widerspruchsfrei auf eine Position setzen, weil man hat das Gefühl, selbst auch angegriffen zu werden, indirekt. Von daher eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Betroffenheit hochplausibel. Es gibt Gründe, die sind weniger vernünftig. Ich zitiere mal einen Satz, der häufig fällt und der so ein Grenzfall ist. Warum das ein Grenzfall ist, werde ich dann sagen. Es kommen überwiegend Frauen und Kinder als Argumentation. Warum ist das kein vollends überzeugender Grund? Man müsste die Frage umstellen, warum kommen denn sonst nicht Frauen und Kinder? Sind denn sonst in Kriegen Frauen und Kinder weniger stark betroffen? Und die Antwort ist relativ leicht. Die Flucht Richtung Europa ist lebensgefährlich. Bis zum Mittelmeer, auf dem Mittelmeer und selbst in Europa. Wenn man in Europa ankommt, ist es lebensgefährlich. Ich erinnere nur daran, dass es in Europa Menschenhandel und Zwangsprostitution gibt. Das heißt, die Form des Grenzregimes, der Art und Weise, wie wir mit Grenzen, unseren Grenzen umgehen, bestimmt viel stärker, als wir glauben, wer kommt. Und die EU-Grenzen können normalerweise nur überwunden werden, wenn man körperlich fit ist, kognitiv fit ist und relativ viel Geld hat. Ich bin noch erst bei der Hälfte. Und das heißt also, bezogen auf die Ukrainer waren die Grenzen offen, sie wurden offen gehalten, und zwar sowohl die von Polen als auch die gesamte EU. Und das ist gut und richtig. Zur gesamten Wahrheit gehört aber, dass drohnenüberwachte Zäune mit Stacheldraht und eben nicht durchlässig sind, gerade nicht für die am stärksten betroffenen Menschen. Eine andere Argumentation, das sind gar keine richtigen Flüchtlinge, die wollen ja wieder zurück. Das ist sehr schnell zu entkräften. Es kennzeichnet nichts mehr Kriegsflüchtlinge, als dass sie zurück wollen. Wenn der Krieg aber länger dauert, wie im Syrienkrieg, und man die Hoffnung verloren hat, dass man zurückkehren kann, verschwindet auch die Bereitschaft, wieder zurückzukehren. Die letzte Variante, die ich hier skizzieren möchte, ist die, dass man sagt, das sind christliche Europäer. Manche denken auch, das sind weiße Europäer. Manche sagen das sogar. Und das wäre, um das jetzt mal abzukürzen, eine rassistische Begründung, eine rassistische Differenzierung, wann man solidarisch ist und wann nicht. Und was lernen wir jetzt daraus? Es gibt gute und weniger gute Gründe. Der Kontext spielt eigentlich eine zentrale Rolle. Und zum Zweiten lernen wir daraus, dass die Art und Weise, wie Grenzen funktionieren, viel stärker zum Anlass genommen werden sollte, darüber nachzudenken, wie Einwanderung und Auswanderung funktioniert. Also als letzten Satz,
Grenzen hatten ursprünglich die Funktion, Gefahren abzuwehren. Und heute haben sie zunehmend die Funktion, einzelne Menschen abzuwehren. Und zwar tragischerweise und auch unerträglicherweise diejenigen, denen es am schlechtesten geht. Dankeschön.